Wir kommen zur Musik und somit zum Hit-Corner. Nächsten Freitag ist es soweit, der Popstar von Österreich wird bei Starmania gekürt. Nicole Hüttner unterhielt sich vorher aber noch mit unserer Christel. Hit-Corner. Hallihallo, herzlich willkommen beim Hit-Corner mit dem Thema Starmania. Über Lukas und Vera, da haben wir ja bereits berichtet, aber eine oberösterreichische Finalistin, die haben wir euch noch vorenthalten. Die Rockröhre aus Altenberg-Berlins wird bei vielen Insidern als die Favoritin gehandelt, obwohl sie eigentlich selber das Ganze ziemlich cool und locker nimmt. Vielleicht ist gerade das Christina Stürmers Geheimrezept. Dass sie eine Chance hat, das zu werden, das spürt hier, glaube ich, jeder. Das ist sensationell. Also für mich war es die beste Performance, seit Starmania angefangen hat, und zwar mit Abstand. Danke. Sie gehört zweifelsohne zu den Großen im Starmania-Zirkus. Trotz den absoluten Höchstquoten würde Christina für eine Karriere als Popstar nicht all ihre Ideale über Bord werfen. Da hat mich voll gefreut, wenn ich Finger da hat und berühmt sein, das war voll klasse, aber es sind einfach, also ich gebe sicher meinen Weg und ich lasse mir nicht alles einfach vorschreiben, also es gibt Sachen, die da gerade nie singen, Zeltfest, Gaudi-Lieder, ich weiß nicht, das ist nicht meins, da kommt mir dann blöd vor, weil dann, das bin dann nicht ich und mit dem kann ich mich nicht identifizieren. Rock ist ja deine absolute Lieblingskategorie und du beschäftigst dich seit Jahren schon mit Musik. Vor allem die Erfahrungen mit deiner Coverband kommen dir sicherlich bei Starmania sehr zugute. Ja, natürlich. Also mit Scotty, so heißt die Gruppe, spiele ich jetzt schon seit 4-5 Jahren ungefähr. Also das ist zwar nur hobbymäßig, aber wir waren eben, ich weiß nicht wo, genau, das war in einem großen Skigebiet, waren wir letztes Jahr eben und da haben wir dann gespielt. War zwar ein bisschen kalt. Also es war voll klasse und sonst halt immer auf die Nacht irgendwelche gemütlichen Festeln und so weiter. Also, und da halt Rock quer durch die Bank. Man glaubt doch schon fast, die Christine ist ja der Liebling vom Universal-Chef. Ja, das heißt bei uns in der Gruppe auch immer, da ziehen sie mich ein bisschen auf. Aber ja, Favoritin hin und her, ich glaube, es sollte sich keiner von uns so einsteigern. Weil es hat manche gegeben bei uns in der Gruppe, die was vielleicht auch immer als Favoriten gehandhabt worden sind und was sie vielleicht dann auch ein bisschen so gefühlt haben. Und das ist ja, glaube ich, nicht so ganz gut gekommen. Und ich schaue einfach, was passiert. Das Gesamtbild spricht ja ganz einmal eindeutig für die Christel. Sie schaut gut aus, hat eine Wahnsinnsstimme. Aber ganz egal, wie es einmal ausgeht, persönlich hast du sicherlich sehr, sehr viel profitiert. Eigentlich kann man aus Starmania nur profitieren, weil ich habe voll viele liebe Leute kennengelernt, also nicht nur die Kandidaten, sondern sei es die Chefleiter vom ORF oder die Redaktion, unsere Betreuer, die sind alle voll lieb. Oder überhaupt das Beste sind sowieso Tonstudioaufnahmen. Wenn du drinnen stehst und du singst halt das Lied da zehnmal auf und an und dann so eigene Details nicht mehr, aber du lernst so viel dabei, einfach wie du dich präsentierst oder du profitierst nur eigentlich von dem Ganzen. Sitting here eating my heart out, waiting for some lover to call. Dialed about 1,000 numbers lately, almost rang the phone off the wall. Hat sich in der Familie irgendwie das Verhältnis ein bisschen geändert? Also die Christina jetzt der große Superstar? Also wenn ich von uns daheim aus reden kann, hat sich sicher nichts geändert. Man nimmt in der Zeit, wo es natürlich daheim ist, nimmt man sich mehr Zeit für sie und alles andere wieder zurücksteht natürlich. Ich finde es einfach so schön, wenn es singt, weil es einfach so gut singen kann. Ja, es hat sich insofern sehr viel verändert, weil man eigentlich, wenn man hinausgeht, sehr viel angesprochen wird, auch beim Einkaufen. Also in der Schule rennen sie immer nach und fragen, kriegen wir ein Autogramm von deiner Schwester? Ja, welches Lied sie in der nächsten Woche singt. Ja, es hat sich sehr viel geändert. Die wenig Freizeit, die der Christina bleibt, verbringt sie natürlich mit den Freunden in Altenberg, ganz klar. Also es ist immer so, ich komme am Samstag heim und dann treffen wir nur die kurze Zeit, was ich am Samstag da bin, einfach mit meinen Freunden. Und da sind wir meistens einfach ja in dem Stammcafé. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. God, I have some hot stuff.
Trotz aller positiver Erfahrung hat das Leben bei Starmania auch Schattenseiten. Es ist allgemein, es ist einfach, weil jede Woche einer gehen muss. Es sind halt einfach jetzt eigentlich meine besten Freunde, die ganzen. Und es mag schon sein, dass viele Leute sagen, von wegen, ja, aber wenn die Freundschaft wirklich dick ist, dann bricht die ja nicht wegen sowas. Nur es geht nicht, dass ich, wenn Starmania aus ist, dass ich dann jede Woche eine Runde durch Österreich fahre. Weil dann müsstet ihr das erst nach Wien, zu Niederland, zum Lukas, dann nach Burgenland, dann in Steiermark zum Putzi, dann müsstet ihr ja ständig unterwegs sein, wenn ich wirklich alle dann nur sehen möchte. Und das ist eigentlich das Negative dran an Starmania, dass man einfach, dass man sie nicht mehr sehen. So, das war's jetzt und nicht nur meine Freunde sollen für mich voten. Bitte, bitte, ja. Ciao. Ein wirklich cooler Typ, die Christel aus Altenberg, die sehr bescheiden geblieben ist und trotzdem ganz genau weiß, was sie will. Vielleicht besticht sie gerade mit dieser tollen Art am 21. Februar beim großen Finale. Wir drücken der Christina jetzt schon ganz fest die Daumen.